herzlich willkommen zu einer neuen Reise mit unserem 6x6 Sprinter. Es geht wieder ans Nordkap. Wir wollen die Mitternachtssonne wiedersehen. Da wir erst Anfang Juli starten, wählen wir die kürzeste Route durch Schweden an der Ostsee entlang. Kurz hinter der Fährstation Puttgarden suchen wir uns einen WOMU-Stellplatz für die Nacht. Dies wird der letzte bezahlte Stellplatz bis zur Rückreise sein. Die Strecke bis zur Finnmark beträgt über 3000 Kilometer. Wir schaffen auf Schnellstraßen jedoch maximal 500 Kilometer am Tag. Da werden wir fast eine Woche brauchen, um im Norden anzukommen. Grenna ist ein beschauliches Städtchen am Vätternsee, jetzt jedoch in der Hauptsaison gut besucht. Nach 530 Kilometern heute wird es Zeit, einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Wir suchen etwas außerhalb von Grenna und werden fündig. Heute geht es Richtung Ostsee. Wir wollen jedoch den Raum Stockholm vermeiden und fahren daher auf Nebenstraßen. Zeit für die Siesta. Wir machen ausgiebig Mittagsruhe hier in Hedesunda am See. Nach wieder über 500 Kilometern erreichen wir die Ostsee und finden einen freien WOMU-Stellplatz direkt am Wasser. Hier bleiben wir. Weiteren 500 Kilometern auf der E4 erreichen wir das Ende der Ostsee in Pitea. Wir wollen gerne abends was essen gehen, jedoch ohne Reservierung ist es schwer. Doch wir haben Glück und finden einen Tisch. In Schweden ist alles online. Speisekarte, bestellen wird online. Nur der Kellner bringt einem noch die Speisen. Bezahlt wird dann auch online. Aber es war lecker. Weiter geht es Richtung Norden. Wir verlassen den Ostseeraum und fahren noch auf der E10 bis Överkalix und ab da verlassen wir auch die Schnellstraßen und werden uns nur noch auf Nebenstraßen fortbewegen. Das Wetter heute ist sehr wechselhaft, Regen, Sonne im stetigen Wechsel. Wir erreichen den Polarkreis. Er ist hier nicht so aufregend wie in Norwegen, sondern ein einfaches Schild am Straßenrand. Es wird einsamer, die Straßen leerer, so gefällt es uns am besten. Wir haben jedoch überall erstklassiges Internet. Auf der gesamten Reise durch Skandinavien werden wir nicht ein einziges Mal Bargeld benutzen. Alles geht hier per Karte. Am besten hatte man noch eine zweite dabei, weil an manchen Tankstellen ist der Betrag limitiert.
wir sind in Finnisch Lappland. Erinnerungen an Australien, aber keine Fliegen, dafür ein paar Mücken. Ein paar ist gut. Das Wimmelchen nur voller Mücken. Aber toll, ne? Oder? Ja. Allerdings haben wir 13 Grad und ein paar Mücken. So Tausende. Aber ansonsten ist Finnland schön. Strecken immer wieder Radfahrer. Ich habe unheimlichen Respekt, wer mit dem Fahrrad hier rauf fährt. Extreme Leistung. Das muss man aber auch wollen. Die Stellplätze in Finnland direkt an einem See sind wunderschön, traumhaft. Jedoch machen die Mücken einem es nicht gerade leicht. Man bleibt eher im Wagen. Samstagmorgen. 10 Uhr, Raschauer in Inari, Finnland. Zum Grenzfluss zwischen Norwegen und Finnland, der Teno oder Tanner Elf. Ein wunderschöner Fluss. Wir fahren auf der finnischen Seite entlang bis zur Grenze nach Norwegen. Sogenannte Kirchdörfer. Da sind die Gläubigen wohl hingereist und ein paar Tage geblieben, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Da die Entfernungen so groß sind und es nicht überall Kirchen da gab, war es dann schon eine kleine Reise. Dies ist so ein ehemaliges Kirchdorf. Die Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, jedoch wenn man 5 Euro bezahlt, auf freiwilliger Basis, als Online-Überweisung, darf man hier rauffahren. Das war unsere Anreise in den Norden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Im nächsten Teil geht es dann durch die östliche Finnmark bis zum Nordkap. Bis bald. Ciao.